Zu einem Sommerabend im Garten gehört ein ganz bestimmter Ton. Sobald es dunkel wird, beginnt es, dieses hohe Zirpen, das bis weit nach Mitternacht ertönt. Und er ist dafür verantwortlich, der grüne Heupferdmann. Überall in den Sträuchern und Büschen singen er und seine Kollegen. Wenn sie die vorderen Bereiche ihrer Flügel aneinander reiben, erzeugen sie diesen schwirrenden Ton. Bis zu 100 Meter weit reicht er. Der Sinn? Ein Weibchen anlocken. Aber das kann dauern bei der Zahl der Sänger. Dieses Weibchen hat auch gerade andere Sorgen. Es hat sich bereits gepaart und sucht nach einem Eiablageplatz. Irgendwo auf dem Rasen, an einer feuchten Bodenstelle. Früher legten die Heupferde ihre Eier in große Korn- und Gemüsefelder. Aber die intensive Landwirtschaft hat sie vertrieben. Jetzt tummeln sich die Tiere in unseren Gärten. Eigentlich fressen ganz junge Heupferde wie dieses am liebsten Blattläuse und kleine Raupen. Aber die Tagetes scheint auch zu schmecken. Wahrscheinlich, weil die Blätter so schön weich sind. Eins nach dem anderen nagt es ab. Die meisten Heupferde aber jagen Insekten und helfen im Garten bei der Schädlingsbekämpfung. Einige Wochen und mehrere Häutungen später sehen die Tiere schon ganz anders aus. Jetzt sind sie fast ausgewachsen und haben kleine Flügel. Fliegen können sie damit noch nicht, aber lange dauert es nicht mehr. Die Weibchen tragen schon den langen Legebohrer, der gefährlich aussieht, aber nur der Eiablage dient. Mit ihm deponieren sie ihre Eier später tief in der Erde. Im Juli und August sind die Heupferde ausgewachsen. Jetzt können sie fliegend auf die Jagd gehen und sich um ihr Liebesleben kümmern. Ihre Gesichter sind alle individuell. Jedes Heupferd sieht auf seine Weise einzigartig aus, aber ein bisschen pferdeartig wirken sie alle. Auf ihrem Speisezettel stehen jetzt auch größere Larven, Fliegen und kleine Heuschrecken. Jedes Loch im Blatt wird geprüft, ob eine Raupe dahinter steckt. Obwohl die Tiere auch tagsüber unterwegs sind, entdecken wir sie bei ihren Jagdausflügen selten. Meist lassen sie sich gleich fallen und verschwinden heimlich im Unterwuchs. Nachts aber sind sie ganz anders, da wollen sie auffallen und sorgen als Background-Musiker für unsere Sommer-Garten-Atmosphäre.